Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in unserem Kochstudio. Wir begrüßen Sie zu unserer Sendung Deutsch in der Küche. Ich heiße Rita und heute machen wir Pfannkuchen. Auf Russisch Blini. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. 3 Eier, 400 ml Milch, 150 g Mehl, eine Prise Salz, etwas Öl. Außerdem brauchen wir eine Schüssel, eine Pfanne, einen Schneidbesen oder ein Mixer, einen Pfannenwender, einen Pinsel, eine Schöpfkelle, einen Löffel, einen Teller. Fangen wir an. Als erstes schlagen wir die Eier in die Schüssel. Zu den Eiern geben wir eine Prise Salz. Für die süße Variante geben wir etwas Zucker dazu. Dann nehmen wir einen Mixer und rühren alles durch. Als nächstes gießen wir die Milch hinzu. Nun rühren wir das Mehl ein und vermischen den Teig, bis es keine Klumpen mehr gibt. Dann kommt die restliche Milch dazu und wir rühren den Teig wieder, bis er glatt ist. Zum Schluss geben wir das Öl dazu. Die Pfanne wärmen wir bei mittlerer Hitze vor und streichen sie dann gleichmäßig mit Öl ein. Dann gießen wir eine große Schöpfkelle Teig in die Pfanne. Wir schwenken die Pfanne, bis der Teig auf die Pfannenfläche verteilt ist. Sobald die eine Seite leicht angebräunt ist, drehen wir das Ganze einmal um und warten, bis die andere Seite auch leicht angebräunt ist. Nun ist der erste Pfannkuchen fertig. Den fertigen Pfannkuchen geben wir auf einen Teller. Pfannkuchen, auf Russisch Blini, kann man mit Schmand oder Kaviar essen. Als süße Variante mit Honig oder Konfitüre. Also, je nach Geschmack. Guten Appetit!